Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich finde es sehr gut, dass die Kollegen sich noch weiter zu dem wichtigen Thema unterhalten. Aber ich dachte, die Diskussion läuft hier im Plenum etwas anders ab, Frau Präsidentin. Liebe Kollegen, vor allen Dingen in diesem Fall, bitte Sie doch, dem Abgeordnetenkollegen hier am Rednerpult jetzt die Aufmerksamkeit zu schenken. Vielen Dank. Lieben Dank, Herr Kollege Rüsse, dass Sie jetzt auch bei meinen Ausführungen sind, weil ich möchte Sie auch gerade direkt ansprechen. Ja, immer weiß ich nicht, so glaube ich nicht so ganz. Also es ist ja schon mal schön, dass wir hier Einigkeit haben, was die Bedeutung des Themas Lebensmittelverschwendung angeht. Das wundert auch nicht, da komme ich auch gleich noch drauf zurück, denn es ist ja schon angesprochen worden, dass wir dazu ja auch eine Enquete-Kommission hatten. So, nur die Frage ist jetzt, wie detailliert wir die einzelnen Maßnahmen ergreifen. So, und da vorneweg noch, Kollege Rüssel, das wissen Sie auch besser, von wegen, dass Sie hier angesprochen haben, keine energetische Nutzung. Sorry, wir haben da vor einigen Monaten den Antrag zu Biomethan gehabt. Das wissen Sie auch, wo wir da auch intensiv drüber gesprochen haben. Antrag der FDP-Fraktion, Sie haben auch dazu gesprochen. Also deshalb jetzt zu sagen, das Thema wäre für uns nicht präsent. Wir haben es in einem anderen Antrag vorher schon gehabt. Also deshalb Vorsicht, wenn Sie da entsprechende Vorwürfe machen. Nein, meine Damen und Herren, es ist die Frage, Sie sprechen Ihren Antrag an, auch die Kollegin Winkelmann, schauen Sie sich den nochmal an. Da steht, nee, der ist nicht super, weil da steht keine einzige konkrete Maßnahme drin. Und das ist nämlich genau der Unterschied zwischen dem Antrag von SPD und FDP. Wir gehen konkret die Punkte an. Und da nehmen wir zum Beispiel mal das Thema Containern. Wo sind da Ihre Forderungen ganz konkret in Ihrem Antrag gewesen? Nichts ist da drin gewesen. Was ist da gemacht worden? Nichts ist da gemacht worden. Meine Damen und Herren, wir sind uns doch einig. Wir wollen, dass weniger Sachen weggeworfen werden, auch gerade in den Märkten. Das haben alle eben betont. Ja, aber warum wird das denn gemacht? Wegen des Haftungsrisikos, was der Einzelhandel trägt, meine Damen und Herren. Da müssen wir doch ansetzen. Und das ist Teil unseres Antrags und eine ganz konkrete Forderung. Und da haben Sie bisher nichts zu gemacht. Und das muss man in der Deutlichkeit sagen. Ebenso, was das Thema Mindesthaltbarkeitsdatum angeht, sind wir uns doch alle einig. Ja? So, und dann bin ich nämlich genau bei dem Punkt. Der Antrag von SPD und FDP ist entnommen aus der gemeinsamen Enquete-Kommission zur Zukunft, zum gesundes Essen, gesunde Umwelt, gesunde Betriebe. Da haben wir fraktionsübergreifend zu der Enquete-Kommission der FDP von uns beantragt, hervorragend zusammengearbeitet. So, und unser gemeinsames Ziel, das haben alle Sprecher, Herr Rüsse, Sie auch, in Ihrer Rede zum Abschlussbericht betont. Jetzt geht es daran, die Handlungsempfehlungen umzusetzen. Und was machen wir seitens der Oppositionsfraktionen SPD und FDP? Wir nehmen diese Forderungen, die Handlungsempfehlungen aus der Enquete-Kommission hier in den Antrag rein. Da können Sie doch heute nicht gegenstimmen, Frau Kollegin Winkelmann. Ja, wie beschämend ist das denn? Wofür machen wir denn 2 Jahre eine Enquete-Kommission, wenn Sie dann anschließend hingehen und genau diese einzelnen Punkte, die wir da ausgearbeitet haben in den Handlungsempfehlungen, schauen Sie sich die nochmal an. Die schreiben wir in unserem Antrag, das haben Sie in Ihrem Antrag nicht gemacht. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie mit sich ehrlich wären, dann müssten Sie dem Antrag von SPD und FDP hier an der Stelle zustimmen. Entschuldigung, Frau Präsidentin. Bitte. Ich glaube, die Lautstärke ist wirklich bestens so organisiert und eingestellt, dass alle eigentlich möglichst es hören. Und ich bitte noch mal dazu, ein bisschen ruhiger die Debatte anzugehen. Vielen Dank. Frau Präsidentin, es ist halt im Parlament so mit Rede, Gegenrede, einige muntere Kommentare aus den Reihen der Abgeordneten und dann wird es halt schon mal ein bisschen lauter. Aber ich denke, es ist ja
daran auch deutlich geworden, meine Damen und Herren, dass bei dem Thema, jedenfalls bei den Freien Demokraten, hier sehr viel Herzblut drin ist. Wir haben die Enquete-Kommission damals ins Leben berufen. Es haben alle Fraktionen sehr, sehr viel Arbeit da reingesteckt. Wir haben ganz konkrete Handlungsempfehlungen hier in dem Antrag übernommen. Und deshalb wäre es doch eigentlich angebracht, liebe Kolleginnen und Kollegen der Regierungsfraktionen, wenn Sie nicht an dieser Stelle, so wie sonst üblich, Oppositionsanträge nur ablehnen, weil sie von der Opposition kommen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.